Morgen, liebes Quartier. Wir sind hier vor dem Supplement Store. Heute wollten wir Booster Test machen. Passt ganz gut. Ich bin unnormal müde. Deshalb nichts gegessen extra. Hast du was gegessen? Nee, nur eine Banane, aber jetzt auch nicht. So. Schön auf leeren Magen, damit der schön knallt. Und ja, wir sagen euch dann, wie der ist. Ich trinke das nicht mehr. Ich trinke das nicht mehr. Meine Ohren fangen jetzt auch langsam an. Digga, die Ohren sind richtig rot geworden. Sind rot, Mann. Oh mein Gott, Digga. Oh ja, Mann, meine Ohren sind rot. Das ist schlecht, Digga. Das ist richtig schlecht. Was geht ab? Wir haben nun einen Booster hier und sind vorm High Five. Kommen gleich zum Training. Wie hieß der? Der Booster? Angel Dust. Angel Dust. Angel Dust. Hört sich geil an, auf jeden Fall. Oder? Sagt man das nicht zu Drogen oder so? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Nein, hab ich ehrlich nicht. Hier die Flüssigkeit ein bisschen orange. Was für ein Geschmack? Mango, keine oder? Ahnung. Ja, ich glaube Mango ist Mango. Das, ja genau. Okay, wollen wir mal testen, ne? Spannend. Er meinte auf jeden Fall, der geht gut ab. Der ist richtig stark. Habe ich zuletzt Booster genommen, richtig lange nicht. Vom Jahr? Nein. Vor drei, vier Monaten habe ich zuletzt einen Booster genommen. Prost, Gieß. Prost. Ich habe hier meinen Booster für Arme. Schmeckt gut. Hat keinen bitteren Geschmack oder sowas wie die anderen. Ist nicht körnig. Ja. Er ist gut aufgelöst. Schmeckt echt gut. Ja, Mann. Kann man echt gut trinken. Nicht so wie die anderen. Haben wir mal so einen komischen Geschmack, so ein. Ja, ich kann es nicht beschreiben. Das ist das ganze Staffel. Ja. Früher haben wir echt vor jedem Training einen Booster genommen. Ging das? Komm, früher erstmal haben wir angefangen, immer zur Brust Booster zu nehmen. Ja, nur bei Brust. Und dann war es dann Brust und Rücken. Also dann zweimal die Woche und dann Brust, Rücken und dann auch noch Beine. Ne? Was irgendwie vor Beine habe ich nie Booster genommen. Ja, das ist schon Dedication. Hast du vor Beine? Ja, ab und zu mal. Deswegen hat er auch solche hier. Guck mal, hier Schenkel. Ihr braucht das nicht. Ihr braucht es echt nicht. Ihr braucht keinen Booster, ihr braucht keinen Energy, ihr braucht nichts. Wenn ihr müde seid, dann trinkt mal einen Kaffee oder so. An harten Tagen kann man es schon nehmen. Ja, aber man braucht es nicht. Nein, braucht man nicht. Aber es gibt nochmal so einen Kick. Aber es bockt, muss man schon sagen. Nochmal diesen extra Kick. Ja, es bockt. Dieses Kribbeln im Training und dieser Schweißausbruch. Man fühlt sich wie der King einfach. Das ist so. Ich hoffe, es sind zwei Scoops, also wir wissen es ja nicht genau. Ich weiß nicht, was Serving Size ist. Ich habe extra ein Foto vom Dings gemacht. Ja, könnte irgendwas reingemacht haben, bitte. Wir müssen ja sagen, was da drin ist. Okay, das ist hier drin, Leute. Bestimmt steht er recht verboten. Nitazin. Sagt ihr das was? Nee. 25 Milligramm. Beta-Alanin. Das kann man. Ja. 2500. Das ist ja dieses so, das zum Kribbeln, ne? Guck mal, hier Koffein ist dann drin. 300 Milligramm. Das ist also ungefähr so viel wie zwei Monster, ne? Zwei große Monster, also wie ein. Echt jetzt? Ja. Wie ein Liter Energy ist das einfach. Was laberst du? Ja, das ist Koffein. Von einem Liter Energy. 300 Milligramm in einem Scoop. Ja. Ja. Was ist das denn, Digga? Was denkst du, warum du so aufgedreht bist? Wegen dem ganzen Zeug hier. 2 Aminosephetan. What the fuck? DMHA. DMAA und DMHA, ja. Was ist das? Nochmal diese. Junge, sehe ich aus wie ein Schiff. Ich weiß nicht, ob der verboten ist, also ich glaube nicht an sich, aber. Digga, dann dürfen die nicht verkaufen, ne? Ja. Was ist das? DM. Ist das eine Droge? Nein, Mann. MDA ist. MDA. Okay. Genau. Emma. Sorry, Junkies hier? Ja. MDMA. Ich besonders, ne? Digga, warum geben wir uns so ein Zeug eigentlich? Ach, das hier ist 1,3-Dimethylalumin. Das ist das, was damals in dem Jack 3D war und auch verboten wurde eigentlich. Aber ich glaube, das ist nicht so doll hier enthalten. 100 Milligramm. Hey. Uff. Jungs, ich fühl's schon. Ich spür's schon. Das trainieren, ne? Das kribbelt schon. So ein bisschen. Oh, hier steht auch: Produkt-Highlights. Training ist Krieg. This is Sparta! What the fuck? Jetzt schon Top 3 Trainingsbooster. Brutaler Pump. Enorme Kraft und Energie. Oh, spannend, ne? Nur oh, meine Nase juckt schon. 30 bis 45 Minuten vor dem Training sollen wir es einnehmen. Wir müssen gleich ein bisschen gut, abfahren. Dass Merlin was? 30 hat, ne? Bis 45 Minuten? Weil ich spüre es jetzt schon, Digga. 300 Milligramm Koffein, das ist unnormal viel. Das ist ein Liter Energy. Ich
fühle mich nicht wohl bei dieser ganzen Sache hier. Das ist mal ohne Spaß. 300 Milligramm, das ist... Und du wolltest zwei Scoops, Mann. Was? Ich wollte nicht zwei Scoops, hat meinst keiner gesagt. Meinst du nicht? Du meintest, hoffentlich sind da nicht zwei, hoffentlich sind da zwei Scoops drin. Ich meinte, wie viele Servings haben die? Digga, meine Ohren jucken schon. Alles juckt bei mir. Wie kann man denn die ganze so ruhig bleiben, Mann? Das erhöht die, das erhöht die Konzentration. Was? Steht hier auch. Der Booster. So, ich nehme das direkt. Du musst dich einfach nur auf die richtigen Sachen konzentrieren. Auf dein Ohr. Juckt es auch, Mann? Wo juckt es? Ja, meine Beine jucken auch. Wir haben lange nicht mehr Booster genommen. Das ist echt scheiße. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst, Digga. Nach dem Training, ich werde so depri sein. Ich spür's jetzt schon, Mann. Ich werde so crashen. Dafür bin ich ja da. Ja, wir sind im Büro und müssen ja schneiden dann. Also. Ja, ich werde heulen neben dir. Das wird so ein Emo-Vlog. Hier, DMAA wirkt anregend auf das Nervensystem, ähnlich wie Koffein. Gefäß verengt und damit Blutdruck steigernd. Also. Gefäß verengt? Ja. Den ein unerlaubter Stoff in der Sportlerproduktion. Was? Ist nicht erlaubt an dich. Gut zu wissen. Habt ihr euch halt strafbar gemacht? Wie dürfen die sowas verkaufen? Ich verstehe es nicht. Ja, das verbotene DMA soll in Pre-Workout-Boostern für Kraftsportler die Muskelleistung steigern. Riskant. Digga, hör auf damit, Mann. Ich krieg Angst, wenn du mir das jetzt vorliest. Ich krieg Angstzustände. Ich habe auch mal gelesen, dass Soldaten das immer früh genommen haben und dass die auch vor viel genommen hatten und auch einige davon gestorben sind, halt, ne? Also von einer Überdosis. Wegen. Das hat die damals auch schon erzählt. So. Nein, Mann. Doch, hab ich dir. Wegen. Es geht dir vor auf die Pumpe, dann schlägt dein Herz einfach zu doll irgendwann und kriegst vor die Herzkreisprobleme und dann verreckst du irgendwann mal. Junge, lass sie noch erstmal emotionieren, Digga. Hör mal auf mit diesen ganzen Sachen. Nichts, Mann. Kannst du das verantworten, dass du das Merlin gleich gibst? Ja, klar, Mann. Digga, meine Haut. Seht ihr das? Die ist rot. Hey. DMAA. Hallo. Ja? Die meine Haut ist rot. Die ist braun. Bist du hier? Ja. What the fuck? Also DMAA ist ein Amphetamin-ähnliches Produkt. Also es hat fast den gleichen Effekt. Okay, ist gut jetzt. Mach aus den Scheiß, Digga. Ich will das nicht mehr. Digga, ich habe eine allergische Reaktion, glaube ich. Guck mal, meine Arme sind rot. Meine Ohren fangen jetzt auch langsam an. Digga, die alle Ohren sind richtig rot. Digga, die sind rot, Mann. Oh mein Gott, Digga. Oh ja, Mann, meine Ohren sind rot. What the fuck? Junge, deine Ohren glühen. Die, so fühlen die sich auch an. Fass mal an, ist die warm? Dumm, Digga. Nee, du bist einfach warm. Alter, ich trink das nicht mehr. Ich trink das nicht mehr. Alter, Digga. Mein ganzer Körper juckt, ohne Spaß. Mein ganzer, meine Beine, meine Arme. Alles juckt. Ich kann nicht mehr ruhig sitzen, Digga. Digga, der Verkauf und wieder die Weitergabe sind auch verboten. Alles ist verboten, Digga, was ist das? Wie können die sowas... Wie kann man sowas öffentlich verkaufen? Da steht auch noch fett auf dieser Wand da. Angel Dust, what the fuck. Moin! Bist du mit dem Wagen da? Ja. Komm mal rein. Leute, wir haben noch einen Kollegen da, er ist ein bisschen zu spät. Er wollte auch Booster. Moin. Hier noch ein ganzes Ding. Was ist das? Angel Dust. Angel Dust, Digga. Guck mal meine Ohren. Digga, guck mal meine Arme. Er ist so doof geworden, er ist super aktiv schon die ganze Zeit. Sehe, wie schmeckt's? Also für einen Booster schmeckt's ganz gut eigentlich. Finde ich auch, ist auch Mango. Ja. Beste, Digga. Ja. Digga, weißt du, wie viel Koffein da drin ist in einem Scoop? Digga, ich will's gar nicht wissen. Ich schwör, die lesen mir die ganze Zeit was von Tod und sowas vor. Ja, Mann. Verboten, Tod, Amphetamine. DMAA ist drin und DMHA, also... Halt die Ohren zu. Okay, lass jetzt. Ja, okay. Das ist seit 2013 verboten in Deutschland und... Okay, lass jetzt. Okay, ich glaube, ich könnte jetzt langsam trainieren, ne? Ja, lass mir mal ausdrängen und dann rein in den Krieg. Jungs. Was muss er mal? Der Booster ist richtig toll. Das ist nicht mehr witzig eigentlich. Oh. Genau, das wäre ein Milchshake oder so. Was machst du? Der war lecker. Das Ding ist, ich bin auch derbe empfindlich, was Koffein angeht, Mann. Was laberst du? Du trinkst jeden Tag einen riesen Monster, Digga, und sagst du. Empfindlich. Tu mal ja. Nicht so. Hä?
Ich sag ja empfindlich, empfindlich, ich kann nicht schlafen, wenn ich Monster trinke, zum Beispiel. Ja, okay, ja. Das ist empfindlich, ja. Oder nicht? Ich nur ein bisschen auf. Warum trinkst du jeden Tag Monster dann? Ich brauch's vorm Training. Du bist wie so ein abhängiger Drogen. Warum trinkst du jeden Tag Monster? Ich? Ja. Weil ich das mag. Wie, weil du es magst? Ich kann davon schlafen und so, alles ganz normal. Safe und teuer, ne? Doch! Okay, wir machen Challenge. So. Nächstes Mal vor dem Schlafen. Aber ich nehme den auch nicht so spät, ne? Das ist auch das. Ja, und warum nicht? Was, warum nicht? Warum nimmst du nicht so spät? Weil ich das nicht brauche, so spät. Ich gehe nie spät. Weil du, ja, weil du empfindlich bist. Was, die denn? Nein, Mann. Lacht er mich aus, Digga. Ich bin hier empfindlich. Trink mal jetzt aus, Mann. Trink jetzt aus. Trink. Du bist doch nicht der Booster-Test, Mann. Trink aus jetzt. Du musst ihn echt austrinken, Mann. Digga, dieser Booster macht mich aggressiv. Habt ihr gegessen? Ich merke schon, dass du mich hier angreifst, ey. Ey, meine Ohren, guck mal. Meine Güte, ey. Ich merke schon den Pump in den Ohren, Alter. Okay, hört alles. Vom Booster, Digga, hat man immer keinen Hunger. Das ist auch so, eine, so ein Diätprodukt, ja, das du danach nicht mehr essen willst und so. Okay, Dumbo. So ist das. So, ab ins Training, wir sind fertig. Ungefähr eine halbe Stunde, nachdem wir den Booster eingenommen haben. Wie fühlt sich Arman? Oh, krank. Ich hab heute 500 Kilo. Aufwärmen sagt man echt chillig. Man hat irgendwie das Gefühl, man hat unendlich Kraft. Schauen wir mal. Erster Satz 110. Normalerweise drücke ich den 3-4 Mal in der Diät jetzt. Mal gucken, wie es heute ist. Aber war gut, Digga. Ich habe 130 zuletzt. Digga, richtig lange nicht mehr gemacht. Richtig, richtig lange. Besonders in der Diät jetzt, ne? Aber egal, probieren. Gib ihm. Habe ich geschafft, Digga. Aber nur eine Wiederholung. Ganz kritisch, Digga. Für mein Kopf ist geplatzt. Das war auch noch schlimm. Ich habe auch schon vorher das Pappmaul so auf. Ja, Mann. Aber das ist geil am Booster, ne? Fühlt sich halt heftig, hat voll viel Kraft. Ja. Digga, ich bin echt voll fokussiert. Ja. Und trotzdem, ey. Ey, ich bin gerade voll fertig. Ja. So, wir sind endlich durch mit dem Training. 2 Stunden waren wir knapp da, ne? Ja, ein paar Kurse schon abgelaufen. Ja, Mann. Mussten also zwangsläufig raus. Ich hatte dauerhaften Pappmaul, ey. Ich musste so viel trinken. Hab vielleicht 2 Liter getrunken. Normalerweise trinke ich nur 1 Liter. Fokus war echt stabil. Kraftmäßig war bei mir okay. Ich bin tot, Digga. Und Pump. Bei Arman wirkt es schon.
Die Neben. War einfach nur tot. Ehrlich. Pump ist gut, aber. Während des Trainings richtig geil. Aber jetzt. Ich bin tot. Richtig tot. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich richtig crashe. Hoffentlich nicht das Auto. Wie gesagt, gleich erstmal nach Hause, eine Runde Wein unter der Dusche. Ach Quatsch, Mann. Kannst du nur mitnehmen in die Dusche. Ich habe nicht mal Hunger, obwohl ich noch nichts gegessen habe. Ja, das ist das Ding bei dem Booster mal. Ich hatte gar kein Hungergefühl. Ja. Zwischendurch habe ich gemerkt, ich bin voll leicht reizbar, voll genervt. Ich bin auch jetzt irgendwie ein bisschen genervt. Deshalb kommt mir nicht dumm. Nee, aber jetzt, mir ist auch ein bisschen schlecht gewesen zwischendurch. Jetzt geht's langsam. Frische Luft tut richtig gut. Bisschen schöne Gefühle. Orientierungslosigkeit auch teilweise gehabt im Gym. Ja. So echt krass. Aber Fokus war echt gut eigentlich. Ja. Und jetzt zu Hause oder was? Und dann ins Büro? Essen, duschen, ins Büro. Essen, duschen, Wein, schneiden. Schneiden hier. Ja. Immer am Worken hier. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Booster noch so wird, ne? Wir halten euch auf der Laufenden. Wir in 2 Stunden sind. Wir sehen uns im Büro. Amon weint dann so. Was geht ab, YouTube? Wir sind jetzt endlich wieder im Büro, haben gegessen, geduscht, ne? Ja. Und ja, wir haben hier was Neues, ne? Was wir euch noch nicht gezeigt haben. Ja, Mann. Das ist eine schöne Verbindung. Das Schild. Ja, Mann. Das ist aus. Was war das? Acrylglas haben wir es machen lassen. Wir haben dahinter LEDs gesetzt. Genau. Wir wissen ja, dieses haben schon tausende Leute gesagt auf Insta. Das Kabel. Sieht scheiße aus. Das müssen wir noch entfernen. Was machen wir noch? Genau. Dann haben wir. Ja, dann haben wir noch diese schöne neue Lampe. Und diese 2 Pflanzen hier. Da eine. Ja. Und da eine, ne? Meine Mama gesponsert. Genau. Danke, Mama. 6 Stunden nachdem wir den Booster genommen haben. Wie geht's dir, Arman? Also ich muss sagen, das geht mir schon besser jetzt. Ne? Ich habe zu Hause gemerkt, ich habe immer noch voll den Fokus. Ja? Als ich Essen gemacht habe, als ich Dings Gemüse geschnitten habe, ich gefühlt wie Dings, Digga. Gordon Ramsay, ich konnte richtig präzise schneiden alles. Aber ja, der Fokus ist, glaube ich, auch auf der Fahrt hier hin. Bei mir war es richtig krank, auch auf der Fahrt. Ey. Hier hin, ne? Nee, auch nach Hause. Achso. Ja, wollen wir den mal bewerten jetzt, ne? Ja. Wir bewerten den jetzt nach Geschmack, Wirkung, beziehungsweise Fokus und Kraft. Ja. Und Nachgang. Abgang? Ne? Ja, so Abgang. Ist der Crash, so Crash. Ist das danach halt, ne? Ja. Okay, wir machen jede Kategorie 1 bis 5 Sterne. Ja, genau, können wir so machen. Okay. Was sagst du zum Geschmack? Also geschmacklich. Das war Mango Massaker, habe ich nochmal gesehen. Massaker. Also geschmacklich war er echt gut, muss ich sagen. Ich bin schon so 4 bis 5 Sterne. Ja? Ja, Mann. Okay, ja. So. Geschmacklich würde ich auch so, war gut. Ich würde den auch so 4 geben. Ich sag 4, 5. Nee, wie was? Ja, 4 bis 5. Also sagen wir 4 dann insgesamt. Okay, Wirkung, gut. Fokus. Wirkung, Fokus, Kraft, alles in einem. So. Also, Fokus war bei mir echt gut, muss ich echt sagen. Pump war auch okay. Kraft hätte noch ein bisschen mehr sein können, aber es lag auch vielleicht am Essen halt, ne? Von den Kohlenhydraten her und so. Aber sonst Wirkung schon auch 4. So. Das war echt ein geiles Erlebnis eigentlich so auf den. Ja, Mann. Ich muss auch sagen, vom Fokus her, von der Kraft her, Pump war echt heftig. Ich würde den sogar, jetzt unabhängig davon, wie wir uns danach gefühlt haben, während des Trainings war es echt richtig, richtig geil, muss ich sagen. Mich gefühlt wie sonst was. Ehrlich, man fühlt sich einfach heftig. König so. Vom Gym. Auch wenn das jetzt eingebildet klingt, aber man fühlt sich halt einfach wie der King. Und ja, Kraft, weiß nicht, 130 habe ich zuletzt gedrückt, was weiß ich was. Echt lange her. Auch Schrägbank hat sich wie nix angefühlt. Ja, Mann, das war schon. Deshalb, ich gebe den echt 5 Sterne für Fokus, Kraft, Pump. Aber war, man war ein bisschen leicht erschöpft. Also mitten im Training war schon direkt erschöpft. So zwischendurch habe ich auch Stunde, gemerkt, ich war echt tot. Aber so, das war auch, wir haben gut lang trainiert. Ne? Alles rausgelassen, 2 Stunden knapp, ne? Ja. Und trainiert? Ja, wir haben 2 Stunden trainiert. Zwischendurch muss ich auch sagen, ich war echt, echt fertig. Ja, Mann. Muss mich ab und zu hinsetzen. Fertig aus, ey, aber so. Ja, ich sehe auch tot aus, so eine Leiche. Digga. Ja, wie gesagt, zwischendurch musste mich echt hinsetzen, klarkommen. Aber ja, trotzdem, 5 Sterne. War schon krass. Und jetzt im Nachgang? Also, zu Hause war es echt ein bisschen
krass dann mit dem Crash war das echt ein bisschen krass. Achso, warte mal ganz kurz, Crash, 1 bis 5 Sterne, 1 heißt, der Crash war hart, ja, ja, also 1 Stern heißt, es war zu doll, 5 Sterne heißt, gar kein Crash und es ging's gut danach. Ja, also ich hatte schon ein bisschen leichten Crash so zu Hause, habe ich schon gemerkt, als ich mich hingesetzt habe oder mich auf andere Sachen fokussiert habe, da war schon so ein bisschen. Und direkt nach dem Training? Direkt nach dem Training ging das eigentlich einmal ganz kurz, aber es war jetzt noch so auszuhalten, also es war jetzt nicht so schlimm. Also auf jeden Fall Crash gebe ich dem 3 Sterne. 3 Sterne, ja. Das ist okay, ne? Ja, also das war erträglich, sagst du. Ich würde den nicht jeden Tag nehmen, auch nicht jede Woche, sondern vielleicht so einmal im Monat, so, damit er auch wirkt. So, ja. Ich gebe dem vom Crash her, ich muss sagen, so gegen Ende des Trainings habe ich schon gemerkt, ich bin ein bisschen down, ein bisschen fertig. Nach dem Training auch, direkt als ich aus dem Gym rausgegangen bin, war ich auch irgendwie voll tot. Auch auf dem Parkplatz, habt ihr gesehen, ich war echt, dachte erstmal eine Runde weinen jetzt. Ja, dann zu Hause auch noch down. Es war besser, als ich dann geduscht habe. Mhm. Die Dusche tat richtig gut. Kalt geduscht, jetzt war echt. Echt? Ich war richtig warm. Mein Kreislauf ist so eine Pussy, habe ich geduscht. Das Eklige war bei mir, ich hatte Dings, ich hatte überall Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, ich hatte auch so durchgehen. Oder also mir war kalt, Gefühl, dann wurde mir warm, so dieses, wie nennt man das nochmal? Keine Ahnung. Ich hatte Gänsehaut auf jeden Fall, oder das Gefühl, als hätte ich Gänsehaut, aber ich hatte keine Gänsehaut. Ja, und so, so ein bisschen hatte ich, so ekliges Gefühl einfach. Und ja, deshalb, jetzt inzwischen geht's einigermaßen, aber ich würde den schon so mit 2 geben. 2, so schlimm. Ja, ich fand's schon schön. Es ist auch ein Hardcore-Booster, ne? Also das muss man auch sagen, es hat auch diese ganzen Stimulantien, deswegen. Ja. Und es ist auf Platz 2 zurzeit irgendwie in den Booster-Charts, sowas ist ich. Also, damit ist echt nicht so Spaß auf jeden Fall. Ja, ehrlich, wie du meintest, ich glaube, ich würde den auch allerhöchstens einmal im Monat nehmen, vielleicht. Nicht mal, einmal im Monat vielleicht. Würdest du den Leuten das raten, den zu nehmen? Also, wenn ihr vielleicht nicht weiterkommt und ganz lange im Training seid, um eure Plateaus so zu brechen und den Kick, besonderen Kick nochmal zu bekommen, dann könnt ihr den mal ausprobieren und nehmen, so, ne? Ja, aber jetzt nicht so alltäglich, um euer Training dadurch zu ziehen, nur weil ihr müde seid oder sowas. Ja, das würde ich euch nicht empfehlen, auf jeden Fall. Ja, ich würde auch sagen, wenn ihr schon länger im Training seid, also schon mehrere Jahre trainiert, vielleicht so, weiß nicht, ja, ein bisschen länger schon im Training. Als Anfänger würde ich es auf keinen Fall probieren. Ja, einfach mal um die Grenzen auszutesten, ist es in Ordnung, den einmal zu nehmen, so ausprobieren. Aber jetzt vor jedem Training niemals. Ich glaube, man würde an Depressionen erkranken oder so. Ich wüsste ja. Ja, sonst danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt dem Video ein Like geben, falls es euch gefallen hat. Und abonniert es schön, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, teilt es. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Mal, ne?